Oh, cool. Er hört mir super zu, oder? Oh, hier ist ein rotes Juwel. So. Okay. Dachte, wie das gerade aussah. So, oh cool. Ihr dürft euch aussuchen, wer will den linken, wer will den rechten. Ich will den mit dem Hawaii-Hemd. Hat er ein Hawaii-Hemd? Ich weiß es nicht. Das sieht echt so aus. Das bestimmt. Ich nehme den, der aussieht wie Albert Einstein, also den rechten. Ist das jetzt Rock? Ich weiß nicht, wer ist. Du musst euch das jetzt aussuchen. Ich gehe mal von der Schrift her aus, dieser Rowski ist der Linke. Okay. Dann im Rowski. Ja. Wahre Schöpferkraft ist gewaltig, sie dröhnt wie ein Sturm. Alter Angeber, du lügst, dass ich Balken biegen. Wie mein Schwanz. Über die auf dem Tempelberg aufbewahrten Teekannen ist ein Streit ausgebrochen. Tränen, die einst ein Geist vergoss, sind dort zu finden. Man sagt, sie retten Menschen. Oh. Was? Die Kraft aus dem Inneren, ja. Spürst du es? Eine seltsame Kraft geht von dir aus. Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. Mach mit, die Kraft aus dem Inneren. Woher kam das nochmal? SpongeBob. Jo. Stimmt. Die Kraft aus dem Inneren. Alter! Warum macht jetzt keiner mit? Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft. Du besitzt einen sechsten Sinn für so etwas. Ich kann vieles fühlen, ohne es zu sehen. Wie das heißt, du bist blind. Wie mein Ständer, den ich gerade in der Hose habe. Die Bahn kommt pünktlich, Ständerschein! Wenn die Zeit reif ist, geh zum Tempelberg und schau dir die Kanne an. Rowski hat auf meiner Karte den Tempelberg eingezeichnet. Aber so. Mit was für einer Tinte? Schön. Mit weißer Tinte auf weißer Karte. So. Es ist so, dieser Abschnitt hier ist so sinnvoll. Wow! Was machst du da? Wir sind voll in die Frau gerammt. So. Wir haben die Frau gerammelt. Ey, das gibt's ja nicht bewegt. So, Quackmeyers, wir gehen. Es geht weiter, es geht auf den Teekannenberg, wie ich ihn liebevoll nenne. Geil. Euro. Er heißt zwar Tempelberg, aber ich nenne ihn Teekannenberg. Naja, das ist ja doch. Oder Tee. Es ist tatsächlich für mich persönlich das nervigste Dungeon im Spiel, vor allem wenn man alle Monster besiegen möchte, so wie ich jetzt. Und ich hab's natürlich ausgesucht, während wir Terraria gespielt hatten. Ja, und weil Tim zwar mal gestorben ist, darf er jetzt wieder mitmachen. Auf der Spitze des Tempels. Königsfeder gefunden, eingesetzt und gedacht, oh Scheiße. Nein, ich hab ihn gerne dabei. So. Du musst ihn nicht anlügen. Er hat keine Gefühle. Ist so. Er ist schon zweimal gestorben. Ja, ich meine. Du hast es sogar gesagt gerade am Anfang der Aufnahme. Und ich hab dich einfach mal krass ignoriert. So wie auch sonst immer, so. Nein! Du blöde Spinne! Du verkackte Spinne! Bleib! Du scheiß Spinne! Like Baus! So, bald haben wir unsere 5 Leben, die mich hier wahrscheinlich mehr nerven, als sie mir helfen. So. Das gibt es nicht! Musik im Hintergrund ist toll. Die macht alle Spaß. Besonders das ruckelt wie Sau. Du siehst ja, was passiert. Gefühlte 3 FPS. Ja, du versuchst einen Totenkopf zu töten, aber ist blöd dafür. Oh yes! Schön. Fuck, ey. Was ist? Das ruckelt aber ganz schön. Sag ich doch. Versuchst du gerade mitzukommen, was du gerade machst, ja? Vorne und runterladen. Deine Stärke hat sich erhöht. Yay! Oha. Weißt du, es ist nicht so wie im Himmelsdungeon, wo der Stärkepunkt einfach gekommen ist, wo es mir eigentlich schon nicht mehr helfen könnte. So episch. Nein! Wo gehst du hin? Komm wieder! Like komm wieder! Komm wieder! Oh ja, ich bin der Beste. Ist ja noch in Ruhe. Beim nächsten Ruhepunkt oder auch goldener Schädel. Einmal bitte kurz eine kleine Aufnahmepause, ich möchte nämlich wieder mir eine Suppe holen. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Jetzt mal im Ernst, keine Ahnung mehr.
Ach, da muss ich springen. Okay. Oh, yes! Ich hab Hunger. Dafür kann ich ja nichts. Ich kann nichts für deinen Mageninhalt. Alter, was denkt ihr jetzt schon wieder? Nein, mir ist okay. Warte, ich versuch, warte. Ja, das geht. Ja, das ist witzig. Tim, hast du eigentlich einen YouTube-Namen, womit ich dich ansprechen könnte? Nein. No. Nein. Er heißt Tim. Mach dir einen YouTube-Account mit epischen Namen wie XXX Frank Lava 1963 XXX. Nein. Ey, genau. Mach das. Nein! Tim, das machst du nicht! Wieso XXX Lava Lava Frank? Keine Ahnung, Godlike? 1, 2, 3. Das ist. Alter, nein! Warum? Ich erwarte mehr von dir. Genau deswegen sollte ich es ja machen. Aber dann enttäuschst du mich. Ja, und das will Wen ich. Wen interessiert, ob du enttäuscht bist oder nicht? Warte mal, wieso machst du The Legend of Zelda like einen Wirbelsturm? Weil ich es kann. Yay, kurze Aufnahmepause, meine Suppe ruft. Ja, ja, ja. Ich verwandle mich so lange in Frieden. Jo, bis gleich. Boah, ich merke, das snackt ja relativ hinterher. Geilste Reaktion. Das kam jetzt echt unerwartet. Ja. Ja, gut. Ja, Bildschirm 1 zeigen, das siehst du richtig. Boah. Qualität. Oh mein Gott, ey, warte mal. Nimm das noch auf? Nein, ich nehme nur gerade den ZNS auf, den ich gerade mal zu hab. Beziehungsweise gerade unten hier. Bist du verwirrt, hä? Verwirrt, hä? Mich stört das überhaupt nicht. Ich hab mal Geschwindigkeit optimieren gewählt, ist es besser? Boah, fuck. Was willst du da gucken? Skyrim? Ach so, ja, das stimmt, nee. Ich kenne das Programm, der X-Pad ist ja für diesen Controller, meine ich mal. Richtig, ich muss mir nochmal Skyrim-Setting wieder machen, beziehungsweise mir noch die ganzen Mods zusammensammeln. Nein, was soll ich groß nachgucken? Ich kann nur hier das hier sehen. Ich lasse mal die Qualität automatisch machen. Dann werde ich jetzt mal wieder ins Spiel gehen und ein wenig testen. Oh. Moment, ich verziehe mich. So. Ist trotzdem schrecklich, wow, oder? Ey, du hast es geschafft, dass es noch mehr laggt als vorher, geil. Im Ernst? Ja. Wie hast du das hingekriegt? Ich will das auch können. Bildschirm Hintergrund entfernen. Ah, da ist er wieder. Ah, die Leuchtung. Ja, es leuchtet. So. Farbstufen 256. Nein. Macht Qualität höchste Geschwindigkeit. Ja, wenn du nicht startest, ist es mir langweilig. Das sitzt ja extrem gut, meinst du nicht? Oder hier? Ja, ob ich das hinkriege damit mit Schwimmer, das lag auch. Ja, ein bisschen schwer. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Oh Mann. Ist es besser? Ey. Es ist so geil, du kriegst es echt nochmal hin, nochmal zu verschlechtern, ey. Wie machst du das? Ehrlich, zeig mir das. Ich gehe unter Qualität, sag eigene Einstellung bearbeiten. Und erhöhst hier einfach, ne? Würde ich auch sagen. Nein! Ich habe jetzt auf 256 Farben reduziert. Ist das besser? Ja, aber es leckt immer noch sehr, sehr übel. Also es wird schwer, dich zu verfolgen. Vielleicht noch ein klein wenig mehr. Ein klein wenig mehr. Mal gucken, was kann ich denn noch machen? Stell mal auf komplett runter, also bis es so scheiße ist. Ich will mal testen, wie es dann ist. Ich kann nur auf Graustufen noch anbieten. Ja, ja, okay. Ja, jetzt ist gut. Ja, ich sehe es gerade. Jetzt ist es gut, super, da müssen wir. Ja, aber ein Grau ist das ja auch nicht so gut, oder? Das Dungeon hat eh nur Grün und Schwarz im Hintergrund. Bei dem Dungeon tut das nicht weh. Naja, das untermalt dann auch diesen Retro-Look. Richtig. Komm, geil, ich sehe. Aber, hey, macht alles flüssig ab. Ja, ich lasse das alles in der Aufnahme drin. Das gehört alles dazu. Das ist ja alles Teil dieses Let's Plays.
Aber es läuft flüssig, ne? Darum geht's ja, ne? Ich meine. Theoretisch müsste ich jetzt eigentlich mal kackendreist aufstehen, mir Eistee holen, weil alle meine Packungen leer sind. Und ich gerade einen Pappball kriege. Ich lasse die Aufnahme laufen und du darfst jetzt alleine weiter unterhalten. Aber. Red. Ja, das ist richtig. Die Aufnahme läuft wirklich noch weiter, ne? Ja, okay. Ey, mich stört das nicht. Laber in der Aufnahme belanglose Scheiße, laber nicht in der Aufnahme belanglose Scheiße, ist mir egal. Ach ja. Habt ihr jetzt wirklich alle peinlichen Geheimnisse von mir durch, oder? Was? John Appleseed, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was machst du? Wo ist eigentlich Schattenborn? Der wird sich sein Süppchen noch holen, der kocht sich sein eigenes Süppchen. Alter. Du hast mit dem Suppenwitz angefangen, ich will ihn weiter. Ich hab nur gefragt, nein, das was... Nein, gar nicht. Ja, Alter, was unterstellst du mir? Wieso ist die Qualität von deinem Mikrofon so unglaublich scheiße? Nein, ernst, ich verstehe von mal richtig schlecht. Sehr schlecht. Echt? Mhm. Ja, mich stört es nicht, aber ich weise dich nur darauf hin. Okay. Skype sagt aber, Gesprächsqualität ist super. Ja, wo ist oh Mann, warte mal, wo ist er? Seppi, freundliches Volk. Ali ist krank. Was? Scheiße. Alter, wo bleibt der? Ah, lass ihn doch chillen. Ich mach gar hier echt einen Cut. Wie nennt man eine Kuh auf dem Fahrrad? Murat. Was ist? Der war doch. Wette bei Thomas Gottschalk, okay, geil. Oh Mann. Ich leuchte. Nimm das auf. Ja. Ah, er ist wieder da. Hi, es geht. Yo, können wir weiterspielen? Ja. Okay. Okay, wir können endlich weiterspielen nach diesem unglaublich wahrscheinlich für euch langen Part, weil ich von mal ab. Das sieht man in der Aufnahme nicht. Achu. Alter. Theoretisch macht ihr das auf dem Screen mit einer Maus. Alter, ihr seid solche. Hier schwarz-weiß? Ja. Läuft besser. Wir haben jetzt schwarz-weiß. Voll uncool, ey. Wir sind hier in keinem Schwarz-Weiß-Film. Ja, aber es läuft wenigstens flüssig. Nein. Halbwegs. Außerdem glaub mir, die einzigen Farben, die du hier verpasst, sind lila, rot, gold und die hässliche Farben von den Spinnen. Boah, wow, richtig tuntig. Ihr verpasst wirklich nichts, wenn ihr die Farben nicht seht. Das ist so krass. Sag mal, seine Audioqualität für dich auch so schlecht, Tim? Ja, hat er mich schon darauf hingewiesen. Gut, deine Audioqualität schlecht. Das ist nicht gut. Ich mache jetzt mal wirklich einen Cut. Und dann müsste ich mal ein bisschen was regeln. Also sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht. But only maybe. Willkommen jetzt zurück zu Illusion of Time.
So, der Controller hat auch mal wieder reagiert. So. Wir waren ja gerade im Teekesselberg stehen geblieben. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sieht nicht aus wie ein Berg. Aber okay. Spiel das Spiel. Naja, das ist ein Buchaner, Pilz, Pflanzt, Berg. Ja. Der Magie. Richtig. So, um hier weiterzukommen. Wenn du das so